Jo fackelt nicht lange. Sie will um jeden Preis beim Casting auffallen. Und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Schau mal hier, das ist cool. Da sind so Törtchen drauf. Das ist bauchfrei. Ja, dann sieht man auch hier meine neuen Tattoos. Ich bin da extra dafür stechen. Du kannst dich da nicht direkt so freizügig zeigen. Ah, hier irgendwas Orangenes. Schau mal. Oh, das ist auch ein cooler Rock. Ein Rock? Ja. In Orange? Oder das, guck mal, das Pinke hier, das passt auch super da drauf. Wie siehst du denn dann aus? Oh, hier, das ist aus Leder, das ist auch Das ist aber nicht dein Ernst jetzt, oder? Klar, das hier drauf, ist doch ein Outfit. So. Ein kurzer Lederrock mit einem bauchfreien T-Shirt, wie sieht's denn dann aus? Also angezogen sehen Sachen nochmal anders aus. Nee, angezogen sieht das nuttig aus, mehr nicht. Quatsch, ich zeig dir jetzt, wie das aussieht, ja? Ja. Also Shopping ist für mich sehr wichtig. Ich meine, ich kleide mich so, dass man meine Tattoos sehr gut sehen kann und deswegen ziehe ich halt auch sexy kurze Klamotten an. Außerdem befreit es die Seele. Jo kann sich die Klamotten überhaupt nicht leisten. Doch daran denkt sie nicht. Sie nimmt sich alles, was ihr gefällt. Für ihren großen Traum hintergeht sie sogar ihre Mutter. Das ist viel zu viel, das brauchst du alles gar nicht. Natürlich, es ist so Shooting. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das jetzt ist. Ach, das kann man bestimmt bewerten. Ich hab doch die Karte mit. Das macht dann 479,90 bitte. Ja. Wollen Sie bar zahlen oder mit Karte? Mit Karte bitte. Okay. Das sind fast 500 Euro. Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt am Anfang so, wenn ich berühmt werde, ne? Dann kriegt meine Mama das Geld zurück. Du bekommst auch noch neue Klamotten, ach, ne? Ja. Klar, ich werde doch ultra erfolgreich. Ich wäre am liebsten alleine shoppen gegangen. Maya ist so nervig, nur am Rumzicken und dann motzt sie auch noch wegen der Kohle rum. Am nächsten Tag macht sich Jo auf den Weg zum Modelcasting. Bezahlen will sie die Anmeldegebühr mit der EC-Karte ihrer Mutter. Doch diese sucht bereits danach. Oh, Mama. Hi. Na? Hey. Nein, aber die hast du doch sonst immer im Geldbeutel. Ist sie da nicht, oder was? Also ich hab sie nicht, nein. Oh, Quatsch, warte noch mal. Vielleicht taucht sie noch mal auf. Ja, okay, wenn du meinst, dass du das so machen musst, ja, dann okay, ja, dann bis später, gell? Okay, bis dann, ciao. Die Zeit rennt Jo davon. Sie muss so schnell wie möglich die Anmeldegebühr zahlen, bevor ihre Mutter die EC-Karte sperren lässt. Bargeld hat sie nämlich keines dabei. Hi. Hallo. Hey, was kann ich für dich tun? Ich hatte gestern angerufen bei euch für ein Fotoshooting. Ich habe mich über die Internetseite beworben. Boah, geil. Können wir nicht gleich, kannst du dich gleich umziehen dann? Ja. Wir haben hier so einen Agenturvertrag, den musst du auf jeden Fall unterschreiben. Okay. Das ist immer so bei uns hier. Kostet natürlich auch eine kleine Spätersshooting. Ist das ein normaler Vertrag? Oder klar, das kann man so machen. Ganz normaler Vertrag hier jetzt für das Fotoshooting. Ja. Kostet ja so 300 Euro. Mhm. Dann bist du dabei. Okay. Wie möchtest du zahlen? Ja, mit EC-Karte. Mit EC-Karte, ja klar, kein Problem. Habe ich. Ja. Bitte schön. Perfekt, geil. So, müsstest du einmal die PIN eingeben? Ja. Bitte. Quittung brauchst du ja keine, ne? Nee, Quatsch, ja, das geht so. Ja. Ah ja, das ist nicht so wichtig. Weißt du? Ja, bist ja hier, um einen Vertrag zu unterschreiben. Bist du hier, um Fotos zu machen, oder? Ich habe hier nur gefragt. Die 19-jährige Jo fühlt sich wie ein echter Tattoo-Star. Ihre Geldsorgen sind wie weggeblasen. Für sie zählt gerade nur eines: um jeden Preis erfolgreich werden. Doch wie lange wird sie ihre Lügen und kriminellen Machenschaften noch verbergen können?
Eine Stunde später. Joe ist noch völlig geflasht von ihrem Fotoshooting. Sie will unbedingt ihrer besten Freundin Maya davon berichten. Doch die hat andere Probleme. Was ist denn los mit dir? Du wirkst die ganze Zeit so betrübt. Also du, ist irgendwas passiert? Ich kenne dich gar nicht so. Nee, nichts ist los. Also doch. Nee. Ah, ja. Du brauchst mir nichts vorzuspielen. Was ist denn los? Ich kenne dich doch. Ja, das Problem ist, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Ja. Und sie hat mir ausdrücklich versichert, dass sie 500 Euro in den Umschlag getan hat und nicht 200, so wie ich es aufgefunden habe. Ja. Mir wurden 300 Euro gestohlen. Es kann doch sein, dass sie auf dem Postweg oder so weggekommen sind. Ich habe da schon angerufen, mich informiert und die haben mir auch noch mal versichert, dass es nicht sein kann. Vor allem die Geschenke plus mein Umschlag waren in einem Paket. Und als es ankam, war es zu. Also, auch wenn es mir jetzt schwerfällt, aber... Ja, was ist denn los? An meinem Geburtstag war es nur du da. Nur du hättest Geld nehmen können. Da war sonst niemand anders. Verstehe ich gerade richtig, dass du mich beschuldigst, dass ich dein Geld genommen habe? Habe ich das gerade richtig verstanden? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wer soll es sonst gewesen sein? Nur du warst da. Und mein Umschlag. Ich hab die bestimmt nicht geklaut. Ich war das nicht. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Hör doch auf. Ich glaub dir kein Wort. Allein nach der Aktion mit der EC-Karte von deiner Mutter, die hast du auch ohne Skrupel genommen. War die auch scheißegal? Das war geliehen. Ich hab doch gesagt, das war für Notfälle. Kennst auch meine Mutter. Trotzdem, diese Aktion hat gezeigt, wozu du fähig bist. Also bist du auch dazu fähig, meine 300 Euro zu nehmen. Oh, Quatsch, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Weißt du, das hier ist mir echt zu viel. Ich habe keine Lust mehr. Such dir eine andere Freundin. Du bist echt das Letzte. Joe verdient nun endlich Geld, hat aber zeitgleich auch ihre Ausgaben erhöht. Das Geld für die Kleidung wird ihre Mutter von ihr zurückfordern. Zudem hat sie sich auch noch strafbar gemacht. Man darf nicht einfach eine fremde Geldkarte zum Shoppen benutzen. Am nächsten Tag. Joe fängt heute im Tattoo-Studio an. Mit dem Geld sollte die 19-Jährige ihre Schulden endlich zurückzahlen. Doch Joe hat ihr erstes Gehalt bereits anderweitig eingeplant. Wenn wir schon mal hier sind gerade, guck mal, kannst du mich nicht gerade noch stechen? Joe, komm mal mit. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen und du sollst ein bisschen Verantwortung lernen. Verantwortung lernen. Ja. Ihr, ey, immer, ne? Am Ende des Monats kriegst du deine Kohle. Mhm. Na? Und dann können wir gerne drüber reden. Da komme ich dir entgegen. Echt? Bist du mit dem Tattoo? Ja. Alles klar, das hört sich verlockend. Ja? Machen wir so. Also, wenn du deine Arbeit gut machst. Das ist ein Deal, ja. Hier musst du dich darum kümmern, dass es gut aussieht, immer sauber ist. Gib mir da schon Mühe, kannst auf mich bauen. Ja. Kennst dich ja eigentlich aus, bist du oft genug hier? Ja, hier hinter jetzt nicht so oft, aber hier, klar, okay. Ja. Also, was ich noch dir sagen wollte, wir haben noch ein mobiles Tattoo-Gerät. Mhm. Da lernen die Azubis dran. 3 Jahre lang, bevor sie überhaupt einen Kunden dürfen. Ja. Und ich gehe manchmal raus und telefoniere die Leute. Ja. Ist eine coole Sache. Ja. Kann man immer gut gebrauchen. Auf ich muss jetzt nach hinten, ich muss noch ein bisschen was tun. Du hältst die Stellung und wenn irgendwas ist, dann meldest du dich bei mir bitte. Ich, klar. Ja, wie immer. Also, dann lauf nicht weg. Nein, niemals. Ich schmeiß dir den Laden alleine. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ja, ich brauche ein neues Tattoo. Ja. Im Motiv bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall auf den Oberarm. Mhm. Etwas größeres Motiv. Größeres. Genau. Also, nehmen wir mal an, du bezahlst hier 300 Euro im Laden. Ich könnte dir das für 200 Euro zu Hause machen. Weil wir haben hier momentan so ein mobiles Tattoo-Studio. Und würde ich zu dir nach Hause kommen? Sicher, hört sich gut an. Ja, hör mal, wir machen das so. Ich gebe dir jetzt einfach mal hier. Du gibst mir jetzt einfach mal gerade deine Kontaktdaten, Adresse und Telefonnummer und so. Und dann machen wir einen Termin aus. Ja. Morgen, ja? Ja? Alles klar, dann rufe ich dich nachher nochmal an. Ja, mach das. Cool. Morgen, ne? Freue mich. Ciao. Bis dann. Ciao. Joe wittert ihre Chance, endlich das ganz große Geld zu machen. Ein schlechtes Gewissen hat sie dabei nicht. Denn die 19-Jährige hat noch nie tätowiert. Ruft denn jetzt Maya? Oh, was will die denn jetzt? Ja, okay. Hey, was gibt's? Warum das denn? Ich bin auf der Arbeit, das geht nicht. Wieso? Ja, okay.
ausnahmsweise. Ja, dann komme ich gleich. Bis gleich. Ciao. Joe nutzt ihre verfrühte Mittagspause, um Maya zu besuchen. Ihr Anruf hat die 19-Jährige nervös gemacht. Ich möchte unbedingt was klären wegen der Sache. Ja. Mein Geld, das ist zwar immer noch nicht da und es muss zwar jemand gestohlen haben, aber ich weiß, dass du es nicht warst. Und es tut mir wirklich leid. Ich hätte dich nicht beschuldigen sollen. Wirklich. Also ich weiß nicht mal. Das ist halt schon eine krasse Aktion, so mich deswegen zu beschuldigen. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß. Es ist auch verständlich, wenn du mich jetzt hast, aber komm schon. Wir haben so viel miteinander erlebt und... Ja, hast du auch wieder recht. Das kannst du nicht einfach so wegwerfen jetzt, oder? Okay, aber nur, weil wir wirklich befreundet sind. Dankeschön. Das aber super wirklich nur, weil wir schon so viel durchgemacht haben. Ich freue mich, dass du komm, wir gehen. Jetzt gefällt es mir.